Hi Leute, erstmal kurz was in eigener Sache. Ich versuche seit heute Vormittag, also seit ungefähr 5 Stunden schon, Kommentare zu posten, aber ich kann nicht mehr posten. YouTube postet mir das einfach nicht mehr, keine Ahnung warum, vielleicht bin ich gesperrt worden. Also wenn ihr keine Antworten mehr von mir bekommt, denkt euch nichts dabei. Liegt nicht an mir, liegt an YouTube. In dem Video geht es erstmal die Beziehung zu Volt, Ampere und Watt und Volt und Ohm und Ampere, so wie ich es mir beigebracht habe oder gelernt habe. Da gibt es viele verschiedene Methoden, wie man das lernen kann. Ich merke mir einfach diese beiden. Volt mal Ampere ist Watt, also die Voltzahl mal die Amperezahl, die fließt, ist die Watt an Leistung, die da rauskommt. Oder Volt geteilt durch die Ohm, den Widerstand, ist die Ampere. Mit den beiden, die kann man dann beliebig umstellen, wie Watt geteilt durch Ampere ist Volt oder Watt geteilt durch Volt ist Ampere oder Ampere geteilt Ampere mal Ohm ist Volt oder so. Also man kann die beliebig umstellen hier und dann sich jeden Wert ausrechnen. Dazu gucken wir uns mal ein BC547 an. BC547 hat laut Datenblatt 3 Einschränkungen. Einmal, der darf nur 100 mA. Das zweite ist, er darf nur maximal 45 Volt. Aber die dritte Einschränkung ist, er darf nur 500 Milliwatt, also 0,5 Watt. Weil, wenn man jetzt mal rechnet, 45 Volt mal 0,1 Ampere, also 45 mal 0,1, das wären 4,5 Watt. Und 4,5 Watt liegen über den 0,5 Watt, das heißt, der Transistor würde kaputt gehen. Man kann allerdings mit der Spannung höher gehen, wenn man mit dem Strom runter geht. Oder mit dem Strom bis 100 mA gehen, wenn man mit der Spannung runter geht. Wenn man mit dem Strom jetzt auf 100 mA geht, dann dürfte man maximal 5 Volt zwischen Kollektor-Emitter am Transistor anliegen haben. Bei 5 Volt mal 0,1, das wären 0,5 Watt. So ist die Volt mal Ampere ist Watt Formel zu verstehen. Wenn wir jetzt mal ausgehen von 5 Volt und 100 mA, und dann könnten wir auch mal ausrechnen, wie viel Ohm das da eigentlich da sind. 5 Volt und hier haben wir 100 mA. Da müssen wir die Formel umstellen. Dadurch habe ich mal noch zwei dazu geschrieben. Die Volt durch Ohm ist Ampere. Kann man umstellen auf Ampere durch Ohm ist Volt. Also Ampere mal Ohm ist Volt. Ampere mal Ohm ist Volt. Und hier Volt durch Ohm ist Ampere oder Volt durch Ampere ist Ohm. Also Volt durch Ampere ist Ohm. Jetzt rechnen wir 5 Volt geteilt durch 5 Volt durch 0,1 Ampere. Wir müssten dann 50 Ohm haben hier. Bei 5 Volt durch 0,1 Ampere wären 50 Ohm. Das heißt, bei 50 Ohm fließen 100 mA bei 5 Volt. Was heißt der Transistor, wenn wir den hier mit 5 Volt betreiben und es würden 100 mA fließen, dann 50 Ohm. Soweit okay. In der Praxis kann ich damit auch ausrechnen, wie viel das Nordmandy-Radio an Watt, an Leistungsaufnahme hat. Ich habe hier 9,30 Volt. Schreiben wir mal auf, 9,30. Dann messe ich mal, wie viel Ampere, wie viel Milliampere der braucht. Dann muss ich dazwischen messen, Stromkreis auftrennen, das Ampermeter dazwischen. Und da bin ich so bei 29 Milliampere. 29 Milliampere auf UKW. Ich habe das jetzt mal ausgerechnet. 9,30 Volt mal 0,029 Ampere. Wir müssen den ganzen Ampere rechnen, damit wir auch ganze Watt rausbekommen. Also 29 mA wäre 0,029 Ampere, weil 1000 mA 1 Ampere wäre. Das wären dann 0,270 Watt, die das Nordmandy-Radio aufnimmt. Jetzt könnte man noch ausrechnen, wie viel Widerstand das Nordmandy-Radio denn hat. Also wenn ich jetzt die 0,029 mA auf die 9,30 Volt fließen lasse, was für einen Widerstand ich dazu brauche. Dazu haben wir dann auch die Formel. Wir brauchen den Widerstand, Ohm ist gesucht, also Volt geteilt durch Ampere ist Ohm. Also rechne ich die Volt geteilt durch die Ampere und habe dann die Ohm. Dann habe ich das mal ausgerechnet, 9,30 Volt durch 0,029 Ampere, das wären 321 Ohm. Das bedeutet, ein 321 Ohm Widerstand an die 9 Volt Block Batterie nimmt genauso viel Strom auf wie das Nordmandy-Radio auf UKW. Wichtig, was ich mir gemerkt habe, ist Volt mal Ampere ist Watt. Watt ist die Leistung. Und Volt und Ampere sind die beiden Größen, die man leicht messen kann mit Multimeter. Volt kann man direkt an der Spannungsquelle messen. Die Ampere, dazu muss man den Stromkreis auftrennen, das Amperemeter dazwischen.
Aber auch Volt geteilt durch Ohm ist Ampere. Das ist die zweite Formel, die man sich merken sollte. Und man kann beide Formeln, man kann die Formel umstellen und auch die, wenn man die Watt hat und die Volt, kann man leicht die Ampere rausrechnen. Oder wenn man die Ampere hat und die Watt hat, kann man auch leicht die Volt rausrechnen. Also man kann das beliebig umstellen. Man kann die Formel genauso umstellen wie die. Und zwar die Volt geteilt durch Ohm ist Ampere. Auch Ampere mal Ohm ist Volt oder Volt durch Ampere ist Ohm. Okay.